Servus, grüßt euch. Ich habe die Ehre. Ihr glaubt, die Freien Wähler und Aiwanger und Co. wären die Lösung? Nein, sind sie definitiv nicht. Sie sind mit eines der größten Probleme, die wir in Bayern haben. Könnt ihr euch noch erinnern, als Aiwanger in Erding ganz groß oben gestanden ist und hat gegen den Heizungshammer der Ampelregierung geschimpft? Naja, dann schaut sich einmal das Bayerische Klimaschutzgesetz an, was die Freien Wähler und Aiwanger natürlich mit abgestimmt haben in Bayern. Nehmen wir einmal das Bundesgesetz, das fordert die Klimaneutralität bis 2045. Das Bayerische Klimagesetz fordert die Klimaneutralität bis 2040, also 5 Jahre früher. Somit lügt euch Aiwanger definitiv an, wenn er bei der Ablehnung oder ablehnenden Haltung gegenüber des Heizungshammers, Verbot von Öl- und Gasheizungen und so fort. Denn es ist unklar, wie die Staatsregierung Bayern 2040 überhaupt klimaneutral werden möchte oder wie sie es schaffen will. Und mit Sicherheit kommt dann ein Verbot von Brennstoffe, Gebäudesanierung, Verkehrssektor und so weiter. Im Bayerischen Klimaschutzgesetz Artikel 6 gibt es dann auch den sogenannten Heizungspranger oder wie sagt man da, die Heizungsspionage, die Heizungsstasi oder wie auch immer. Weil demnach müssen nämlich die Schornsteinfeger, die bei euch jährlich mindestens einmal vorbeikommen, die Heizungsart und den Energieverbrauch aller Gebäude an den Staat weiterleiten. Sowas stand nicht einmal im Gesetz der Ampel. Also dass ihr mir sagt, wie der Aiwanger, wie der Hupsi zu dem Thema Heizungsgesetz steht, sein Heizungsgesetz, das er in Bayern gemacht hat, ist viel, viel strenger, als über das er in Erding geschimpft hat. Kommen wir zum Atomausstieg. Wurde auch ganz groß geschrien und gewerkt und wir brauchen die Kernkraft weiter. Gehen wir nochmal zur AfD. Seit dem Einzug der AfD hat die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag über 30 Anträge pro Kernkraft gestellt. Also zum Beispiel Verhinderung des Ausstiegs, Laufzeitverlängerung, Reaktivierung der Kernkraftwerke, Wiedereinstieg und so weiter und so fort. Und alle diese Anträge wurden von den Freien Wählern abgelehnt. Gut, jetzt kann man sagen, man lehnt es ab, weil es von der Opposition ist, aber ganz viele Anträge, kennt ihr bei uns im Bundestag, werden dann später von uns übernommen, wieder eingebracht und dann zur Zustimmung gebracht. Und obwohl das der Atomausstieg natürlich eben Bundessache ist, da hat er wirklich nicht viel Einwand, aber hätte Aiwanger über das Bayerische Umweltministerium, also nicht er selber als Wirtschaftsminister, aber das Umweltministerium ist in Hand der Freien Wähler, Maßnahmen ergreifen können, um den Rückbau des Kernkraftwerks Grundmenmingen C zu verhindern bzw. zumindest maßgeblich zu verzögern. Das hat er aber leider nicht gemacht. Dann kommen wir zur sogenannten Energiewende, natürlich auch in Bayern. Leider ist Bayern vom Stromexporteur zum Stromimporteur forciert. Im Jahr 2010 exportierte Bayern noch 2000 Terawattstunden Strom. Das war damals ca. 2,2% des Verbrauchs. In den Jahren 2019 bis 2021, ich sage 21 immer, da kommst du noch drauf, importierte Bayern im Durchschnitt, also im Jahresdurchschnitt, 8,1 Terawattstunden Strom. Das sind ca. 10% des Verbrauchs. Zwischen 2018 und 2021, also noch vor dem Ukraine-Krieg, und vor dem Kernkraftausstieg ist der Strompreis in Bayern für Personenhaushalte um ca. 10% gestiegen und für die Industrie um ca. 20%. Also auch da sind die Aussagen definitiv mehr oder weniger Wahlkampf vom Hupsi. Kommen wir zum Thema Photovoltaik. Im Jahre 2021 hat man bereits 78 Quadratkilometer, das sind knapp 11.000 Fußballfelder in Bayern mit PV-Freiflächen zugepflastert. Aiwanger fordert bis 2030 weitere 14.000 Hektar mit Freiflächen PV-Anlagen.
Das entspricht knapp 20.000 Fußballfeldern. Also 20.000 Fußballfelder vor der Aiwanger sollen zugepflastert werden mit Photovoltaikanlagen. Dank Aiwanger gibt es ja in Bayern eine sogenannte Solardachzwang seit März 2023, also für alle Industrie-, Gewerbegebäude, ab Juli 2023 für Nicht-Wohngebäude und ab 2025 bei Erneuerung des Bestands für Nicht-Wohngebäude. Solch einen Zwang gibt es nicht einmal auf Bundesebene durch die Ampel. Ein Quadratmeter PV-Anlage oder PV-Dachanlage kostet so im Durchschnitt ca. 200 Euro. Fragt einmal an jeden kleinen Handwerker, dass er eine kleine Halle hat, ob das so ohne weiteres aus der Tasche zu schütteln ist. Kommen wir zum Thema Windkraft. Bereits 2020, Windkraft könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, wird er irgendwo in einem Interview gesagt hat, lieber pflanzt er dann Bäume und so viele Bäume, dann hebt er das CO2 auf und kann sich die Windkraft sparen. Naja, das war Show im Fernsehen. Was ist wirklich passiert? Bereits bis 2020 waren 300 Windkraftanlagen, davon 110 Windkraftanlagen auf dem Gebiet des Bayerischen Staatsforsten. Also im Wald. 150 Hektar Wald wurden dafür brutto gerodet, 46 Hektar circa netto. Das sind ungefähr 65 Fußballfelder. Insgesamt wurden bis 2021 bayernweit über 2,5 Quadratkilometer, also circa 280 Fußballfelder, mit Windindustrieanlagen zugepflastert. Im November 2022 hat Aiwanger die bayerische 10H-Regel, also 10-mal so hoch wie der Windkraftanlage ist, so weit muss weg sein. Heute haben es über 300 Meter, also 3 Kilometer muss weg sein. Für Windindustrieanlagen drastisch aufgeweicht. Das heißt, in Wäldern, nahe Gewerbegebieten, an Autobahnen, an Bahntrassen, an Wind- und Vorrangsgebieten wird der Abstand der Windräder zur Wohnbebauung auf 1 Kilometer unter bestimmten Auflagen sogar auf 800 Meter reduziert. Und Aiwanger will offiziell bis 2032 1,8% der Landesfläche mit Windindustrieanlagen zupflastern. Das sind 1270 Quadratkilometer, das entspricht der Fläche des gesamten Landkreises Bayreuth. Herzlichen Glückwunsch, so viel zu eurem Baumpflanzer, Hupsi Aiwanger. Dann kommen wir zu den Zwangseintreibungen der Corona-Rückzahlungen. In einem offiziellen Schreiben von 2021 hatte der bayerische Wirtschaftsminister, genannt Hubert Aiwanger, Freie Wähler, den Unternehmen vollmundig versprochen, dass es faktisch keine Rückforderungen der Corona-Soforthilfen geben wird. Jetzt fragt sich mal ein paar Friseure, fragt sich mal ein paar Tätowierer, fragt sich mal ein paar Gaststätten, ob es das geben hat. Dieses Versprechen ist natürlich knallhart gelogen, denn jetzt zur Unzeit der Inflation, der Energiekrise, wie auch immer, hat die Staatsregierung von CSU und Freien Wählern natürlich eine Gesetzesänderung verabschiedet, um die Zwangseintreibung der Rückforderung von Corona-Hilfen zu ermöglichen. Also wahrscheinlich, weil die leidgeprüften bayerischen Unternehmen einfach nicht mehr in der Lage sind, die Gelder zurückzuzahlen. Die IHK Oberbayern rechnet mit bis zu 200.000 Rückzahlungsbescheiden noch in diesem Jahr, also noch 2023. Es wird mit Vollstreckungsfällen über einen Zeitraum von mehr als 4 Jahren gerechnet. Natürlich haben sie jetzt das Gesetz verabschiedet und nächstes Jahr kommen dann erst die Zwangseintreibungen, weil das ist ja dann nach der Wahl, da haben sie dann wieder 5 Jahre Zeit, bis der Bürger wieder vergessen hat. Bis April 2023 mussten bayerische Unternehmer knapp 400 Millionen Euro an Corona-Hilfen zurückzahlen. Und für mich eines der schlimmsten Sachen, jetzt zum Schluss, weil es gibt noch viel mehr zum Sagen, egal was er den Bauern alles versprochen hat und gebrochen hat und so weiter und so fort. Aber da dauert das Video sonst zu lange und es schaut keiner an. Ich glaube, die Sachen, die mir jetzt aufgesagt haben, gelangen. Aber der Hammer oder mein Hammer kommt zum Schluss beim Starkbieranstich 2023 auf dem Nockerberg. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern, da sagte der Fastenredner Maximilian Schafroth oder wie man das ausspricht, wer dieses Glück, Anmerkung von mir, in der linksgrünen BRD, nicht schätzt, wer sagt, die Welt ist zu bunt, dann macht bitte Platz für Leute, die zu uns wollen. Und jetzt schätzt einmal, wer da Standing Ovations gegeben hat. Richtig, Hupsi Aiwanger und Markus Söder.
Ilse Aigner und so weiter und so fort. Also wer wirklich glaubt, Aiwanger und Co., die Freien Wähler und Co., wären eine Lösung gegen die CSU. Nein, das sind die Steigbügelhalter für Söder und Co. Und der Hupsi macht nur einen Knicks, wenn der Markus sagt, so machen wir es. In dem Sinne, ihr habt am 8. Oktober die Chance, die Möglichkeit, in Hessen und in Bayern das Land wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Ihr habt die Möglichkeit, eine Alternative zu wählen. Ihr habt die Möglichkeit, die AfD zu wählen. Kommt zu uns, unterstützt uns, weil wir sind die einzigen wahren Demokraten. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Servus, pfiat euch und habet ihr, euer Stefan.